Hervorragende Arbeit im Quad. Wow. Reeds Tod hat das ganze Netzwerk lahmgelegt. Und ohne Flugzeuge ist Santa Blancas Ertrag in der Provinz auf ein Drittel gesunken. Ja, ja. Was ist mit der Landroute? Die Daten aus dem Truck-Depot ermöglichen es uns, die gesamte Operation von vorn bis hinten zu erfassen. Sobald wir alles haben, wenden wir uns an die Strafverfolgungsbehörden und koordinieren Apparatien. Das wird ein Desaster für das Kartell. Für die Einheimischen auch. Santa Blanca gibt durch die Transporte vielen Menschen Arbeit. Wenn sie Menschen Arbeit geben wollen, gehen sie zur Entwicklung. Ich denke drüber nach. Nomad Ende. Wenn man fast alles so halbwegs mitsprechen kann. Aber halt nur so halbwegs, weil ich nicht gut im Synchron sprechen bin. So. Hier wären wir. Hallo du? Feind gesichtet. Scharfschütze am Tor. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Unidad, Heli. Unten bleiben. Oh nee, bitte nicht. Die Helis immer, ne? Das sind die schlimmsten. Eigentlich könnte ich ja. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Eigentlich könnte ich hier hingehen und die Rebellen einfach hier reinschicken. Mache ich aber nicht. Noch nicht. Da ist noch einer. Macht 10. Können wir wieder? Noch 6 Sekunden. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Dann lassen wir unser Werk beginnen. Scheiße, hier kann ich nicht durchschießen. Runter, bevor sie dich sehen. Achso, der ist weiter hinten. Dann gibt's eben ein paar Schüsse in den Schritt. Nein. Gibt's doch nicht. Das war knapp. Wir haben hier noch Gegner. Scheinbar irgendwo. Sonst wäre der Kampf vorbei. Kampf ist vorbei. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt hier. Geschafft. Alle noch ganz. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Und ich bereite eine Falle vor. Anschnallen, Leute. Wir sind alarmiert. Oh, ein Heli kommt. Ladung ist scharf. In Position. Die Ladung ist scharf. Ah, das ist ein Konvoi. Im Konvoi ist ein voller Tanklaster. Machen wir einen auf Robin. Wie sieht's denn aus hier mit unseren Tankressourcen? Wow, haben wir eigentlich genug. Genau, Wursti. So. Alles sauber. Pa 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 bam 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 bam.
soll ich warten, bis die Helis alle weg sind? Jetzt werde ich von den Helis entdeckt. So. Ich muss den Heli jetzt abschießen. Es tut mir leid. Der Truck will sich absetzen. Heli im Arsch. So, die geben mir das Gummi und dann sind die auch gleich weg. Perfekt. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Na toll. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte niemanden wachrütteln. Es war nicht meine Absicht, jemanden wach zu rütteln. Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Bruder. Ja, wollte mal gucken, wie die Rotorblätter aussehen, wenn ich in den Fotomodus gehe. Diese Verfolgungsmissionen sind ein bisschen nervig. Aber natürlich nur dann, wenn man schon weiß, was abgeht. So beim ersten Mal waren sie spannend. So nicht entdeckt zu werden und so. Das war beim ersten Mal echt spannend. Vor allem damals, als ich noch mehr mit Fahrzeugen unterwegs war und noch nicht so mit Flugzeug. Mittlerweile mache ich eigentlich alles mit dem Heli, weil es einfach schneller geht. Wie viel brauchen wir eigentlich hier? Da. 102.000 insgesamt. Badam, dadam. Oh, ich glaube, das T4 okay, ist weg. Los geht's. Ist das Hernando? Denke schon. Diese Typen sind die beschissenen Leichenbestatter. Ich glaube, das T4 ist weg. Und jetzt? Wir schnappen Hernando und fragen ihn, wo sich Reed versteckt. Ach stimmt, ich darf ihn ja gar nicht töten. Ist nur im Weg. Wir brauchen nur Hernando. Verstanden. Stimmt. Das habe ich vergessen. Was? Die Mädchen? Ich weiß nicht, Carnalito. Da kann ich auch. No mames, dale. Das sind nur sie und ihre Mamita. Weit draußen in nirgendwo. Es wäre so einfach. Netta? Das ist keine Bar, in der du Tropfen in ihren Drink gibst. Was ist, wenn eine losschreit und die Mama weckt? Dann kümmern wir uns um sie. Chingados, Mann. Wir sind los pinches Enterradores, Alter. Verhalte dich auch so. Sind's echt Zwillinge? Netta way, porque luego tú. A huevo. Ich hab sie gesehen. Ist wie in einen Spiegel zu schauen. Die sind heiß, Alter, ich sag's dir. Wir schnappen sie, bringen sie an einen ruhigen Ort, haben ein bisschen Spaß und warten auf neue Befehle von Reed. Dann packen wir sie zum restlichen Zeug und schicken sie über die Grenze. Das ist perfekt, da wird nochmal Madelplan. Bitte, ich piss mir in die Hose. Ich piss mir in die Hose, ja. Beroi, was zur Hölle? Wer zum Teufel sind sie? Wo ist Reed? Wer? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Verarsch mich nicht, Mann. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder El Sueño erfährt alles über deinen kleinen Menschenhändlerring. Keine Ahnung, wo Reed ist. Das Arschloch zeigt seine Fresse nur, wenn es eine Lieferung oder einen Notfall oder sowas gibt. Ich würde das als Notfall einstufen. Du nicht auch? Da ist dieser Code. Ich gebe ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, kommt er zum Flugfeld. Das war's. Gib mir den Code, dann sag mir, wo diese Landebahn ist.
So, es musste sein. Nur um sicher zu gehen. Ladung ist scharf, in Position. Ups. So, dann die nächste Mission, also von der Distanz her, der nächste wäre der Konvoi. Wir haben von einer großen Kokainlieferung für Brasilien. So, abgesehen natürlich immer noch vom Flugplan. Sorgen Sie dafür, dass der Konvoi niemals die Grenze erreicht. Ja, das ist easy. Ich hole mir einen anderen Flieger dafür. Ich habe bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Dann können wir das direkt vom Flieger aus machen. Vom Heli. Kampfflieger wäre cool. Wow! Oh, geil. Scheißdreck. Cool. Ich bin bereit. Ja, ich bin auch bereit, auszusteigen. Na gut, dann eben nicht. Ist mir auch noch nicht passiert. Sah aber cool aus. Sah echt cool aus. Ich habe ein bisschen Angst bei Breakpoint. Habe ich ein bisschen Angst davor, dass die Landschaft nicht so geil wird wie hier. Weil das hier ist halt nachgebautes, also in Anführungszeichen nachgebautes, nachempfundenes Bolivien. Und Aurora, die Insel aus Breakpoint, ist halt eine komplett fiktive Insel. Und ja, ich habe ein bisschen Angst. Aber kann halt noch nichts wissen. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Das war das. Flugplan machen wir am Schluss. Boston Reed ist easy. Truck Depot ist ein bisschen nervig. Ist aber zu nah. Dann machen wir den Boston Reed, der ist da unten. Wir haben den Ort und den Code, um Reed hervorzulocken. Stellen wir dem Hurensohn eine Falle und schalten ihn aus. Da stehen Unidad-Einheiten rum. Was machen die denn da? Achtung, Santa Blanca ist hier. Naja. Santa Blanca. Santa Blanca. Scheiße, wir wurden entdeckt. Santa Blanca. Wir kiffen. Ihr habt alle nichts drauf. Ihr habt alle nichts drauf. Du da. Ich bin viel besser als ihr alle zusammen. Du da, hey. Ich bin zum Glück nicht hochmütig oder so. Wir erreichen jetzt das Flugfeld. Ich sehe mehrere Feinde, die es bewachen. Macht euch kampfbereit. So, Nummer 1. Aber nicht mit dieser Waffe. Nummer 1. Feind markiert. Licht am Lagerfeuer, siehst du? Nö, sehe ich nicht. Da sind Gegner. Feind gesichtet. Da sind noch mehr, ich weiß das. Drohne fliegt. Hab noch einen Tango. So, und das war's dann, ne? Ja. Einfach mal reingesprayt. Reingesprayt. Alles klar? Für einen Moment sah es ziemlich eng aus. Nö, eigentlich nicht. Sah eigentlich überhaupt nicht eng aus. Mit dem Laptop können wir die Codes an Reed schicken. Alles gut, alles klar. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. So. Dann geben wir mal den Code ein.